Der Untergang des Glücks ist der Vergleich. Bei deinen Vergleichen schneidest du immer am schlechtesten ab. Wenn Fremde dich vergleichen, schneidest du sogar besser, wenn, wenn du dich vergleichst. Fragezeichen, ganz großes Fragezeichen. In der Tat ist es eine Seuche, dass wir uns ständig vergleichen. Im Sportbereich, jetzt gerade in meinem Fall, da ich natürlich viele Menschen betreue zum Thema Gesundheit, regelmäßigen Sport, gesunde Ernährung, da kommt es doch immer wieder vor, dass Menschen sich vergleichen, dass auch meine Coaches sie vergleichen. Das heißt ja, aber bei ihm ist es so und so, wenn er das macht, hat er ein viel besseres Ergebnis wie ich. Er hat jetzt innerhalb von acht Wochen sechs Kilos, sogar sieben Kilo abgenommen. Ich habe nur drei Kilo abgenommen. Ey, aber er hat jetzt auf der auf dem Kraftsport hat er viel größere Fortschritte gemacht wie ich. Ey, und im Business, der hat letztes Jahr einen viel höheren Umsatz gehabt, wie ich, der hat ein viel schöneres Auto gekauft wie ich. Und er hat auch eine viel schöne Ruhe an, wie ich. Hey, dem seine Frau ist viel hübscher wie meine Frau. Der hat viel mehr Erfolg wie ich. Warum verdammt nochmal habe ich so wenig Erfolg? Warum verdammt nochmal habe ich keine so eine hübsche Frau? Warum verdammt nochmal nehme ich nicht so schnell ab? Warum verdammt nochmal bin ich im Sport nicht so gut wie der? Wie die? Warum ist die viel hübscher wie ich? Warum hat die viel mehr Glück wie ich? Diese Vergleiche, die wir selbst machen, die sorgen für krass viel Unwohlsein, für krass viel Stress, für krass viel Unglück. Denn grundsätzlich neigen wir natürlich dazu, uns mit Menschen zu vergleichen, die das haben, was wir nicht haben, die das haben, was wir gerne hätten. Wir kennen aber oftmals gar nicht die Herausforderung. Man sagt dazu, man ist immer auf den Garten neidisch, aber man kennt den Sparten gar nicht. Was hat denn diese Person dafür getan, dass es so ist, wie es ist? Klar, wenn jetzt jemand schön ist und hübsch ist und äh, keine Ahnung, schmale Taille hat, breites Kreuz hat, schöne lange Beine hat, runden Po hat, super, der hat natürlich von Natur aus die tollsten Gene bekommen. So, und jetzt gehen wir her, wie wir das nicht haben. Wir gehen her und gucken genau auf das. Wir gucken genau da drauf und vergleichen uns genau mit dem Mensch, obwohl wir keinerlei Vergleiche ansetzen können, weil wir erstmal nicht wissen, wenn es jetzt ums Business geht, wie hat er das erreicht? Wir können es nicht vergleichen. Wir wissen nicht, was hat er alles dafür getan? Woher kommt sein Erfolg? Wie viele Stunden hat er nachts dafür gearbeitet? Was hat er überhaupt alles dafür getan? In welche Risiken ist er eingegangen? Wir wissen es nicht. Warum fährt er so ein schönes Auto, was ich nicht habe? Warum hat er so eine tolle Frau, warum die ich nicht habe? Hat er was anderes gemacht? Hat er sich anders verhalten? Geht er damit anders um? Wir sind ständig immer nur am Vergleichen zu solchen Menschen, die das haben, was wir nicht haben. Es gibt Menschen, die können damit hervorragend umgehen. Die können super damit umgehen. Die sind super motiviert, wenn sie mit dem Thema auseinandersetzen. Die sehen jemand, der hat mehr Erfolg und sagen, hey, da möchte ich auch hin. Das motiviert die. Das ist ein Anteil der Menschen, die gibt es. Dann gibt es in sportlicher Leistungsfähigkeit Menschen, die lassen sich dadurch motivieren und werden besser, versuchen noch besser zu werden. Dieser kleine Konkurrenzkampf, den die machen, tut ihnen gut. Es gibt aber auch viele Menschen, die kommen mit diesen Vergleichen gar nicht zurecht. Das ist eine Frage des Persönlichkeitsprofils, wie das wirkt, ist das für mich ein Motivator oder ist das für mich was, was mich zerstört, für die Person irgendwas, was sie blockiert, was eine Effizienzblockade gibt und in den meisten Fällen, in vielen Fällen steckt hinten dran, dass man, wenn man sich vergleicht, dass man dann natürlich auch frustriert ist. Denn man hat sich selbst, das Bild von sich. Ich habe aber auch viel trainiert. Ja, aber ich ernähre mich auch gesund. Ja, aber der hat viel schneller abgenommen. Warum ist es bei ihm so? Warum ist es bei mir nicht so? Ich bin ein Versager. Ich schaffe das halt nicht. Ich mache irgendwas falsch. Ich bin nicht gut genug. Ich bin ein Loser. So, und genau diese Vergleiche killen den Spaß am Leben. Genau diese Vergleiche können Menschen den Lebensluxus rauben, weil sie ständig dann auch wieder in diesem Wahn sind, wie komme ich da hin? Freunde, wenn es dich motiviert, ist das super. Aber es gibt halt nicht nur solche Menschen mit diesem Persönlichkeitsprofil, die sich dadurch motivieren lassen. Es gibt auch Menschen, die steigern sich raus und sind demotiviert, sind frustriert. Um die geht es heute. Und bei denen ist die große Frage, warum vergleichst du dich? Warum musst du dich ständig vergleichen? Wenn du einen Vergleich heranziehen kannst, dann ist es der, dass du dich mit dir selbst vergleichst. Dass du dich so optimierst, dass du ständig ein bisschen besser wirst. Dass du nach einem halben Jahr sagen kannst, hey, heute habe ich 10 Kilo weniger als einem halben Jahr. Hey, heute laufe ich die 5000 Meter zwei Minuten schneller. Hey, heute, nach einem Jahr, habe ich. 8% mehr Umsatz wie letztes Jahr, mit gleichem Aufwand. Ich bin ein Sieger. Natürlich habe ich noch nicht die 10 Millionen wie der andere, aber ich habe mich verbessert. Wenn wir uns vergleichen können, vergleichen sollten, sollen wir auch immer den Vergleich mit uns selbst machen, haben wir uns verbessert. Auch wieder dieses Feedback an mich selbst, habe ich mich verbessert? Bin ich besser geworden? Ja, bin ich. Ich habe tatsächlich. Das, was ich mir vorgenommen habe, umgesetzt. Ich bin dem ganzen Stückchen näher gekommen. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das gut an? Yes, es fühlt sich gut an. Ich drehe meinen um. Ja, aber, ja, aber, ich habe das noch nicht. Ja, aber, ich habe das noch nicht erreicht. Ja, aber, ich hätte eigentlich 25% im Umsatz erreicht. Müsste ich dem noch näher kommen. Aber ich habe nur 8% erreicht. Mein Gott, bin ich eine Pfeife. Ich habe aber nur 8 Kilo abgenommen. Keine 14 Kilo wie er. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an. Und genau deswegen sind wir über unser Verhaltensmuster, über unsere Denkweisen dafür verantwortlich, wie gut es uns geht, ob wir lachen oder weinen. Das sind unsere Gedanken nicht die Einflüsse, nicht die momentane Situation lässt uns weinen, sondern wie gehen wir damit um? Wir denken darüber nach. Das ist das, was uns lachen oder weinen lässt. Und über unsere Gedanken generieren wir unseren Erfolg, wir unser Glück. Denn Erfolg ist eine Kombination aus dem, was ich erreicht habe, glücklich sein, mit dem glücklich sein. Wenn ich mit dem, was ich erreicht habe, nicht glücklich bin, was habe ich dann davon? Was habe ich dann davon? Um das geht es, Freunde. Und heute haben wir das Thema Vergleichen. Jetzt denkst du mal kurz darüber nach, ob du dich vergleichst. Und wie fühlt sich an? Wir gehen jetzt mal ganz weit runter und das ist natürlich auch Social Media. Instagram, Facebook und Co., wie sie alle heißen, vor allem Instagram, wo man natürlich oder viele Jugendliche, viele Heranwachsende, die sehen da Dinge. Da gibt es Menschen, boah, mit 19 fahren die in Ferrari. Die sitzen den ganzen Tag unter Palmen mit einem Cocktail, einem Laptop und verdienen Schweinegeld. Und ich, Depp, geh arbeiten. Und ich Depp sitze an der Drehbank, ich lehre Mülleimer, ich bin beim Bäcker, ich bin Handwerker, ich bin Vertriebler, Verkäufer, was auch immer und lebe hier im eiskalten Deutschland. Ich arme Sau. Ja, wir müssen mal Klartext reden. Und was machen dann diese Menschen? Sie vergleichen sich. Und jetzt geht es wieder los. Der eine ist motiviert davon und der andere ist frustriert. Und wenn du jetzt zu den Menschen hörst, die das Ganze frustriert, dann gebe ich dir einen wertvollen Tipp. Du kannst dich nur mit der gleichen vergleichen. Wenn mit dir vergleichen, du kannst dich nicht mit anderen Das macht keinen Sinn. Du bist die Benchmark. Du hast die Hürde gelegt und springst über die Hürde drüber. Und wenn du drüber gesprungen bist, kommt die nächste Hürde. Und lass dir nicht von irgendwelchen Social-Media-Plattformen, von irgendwelchen Menschen, lass dir da keine Hürden legen, dass du da drüber musst, dass du ein guter Mensch bist. Du bestimmst selber, ob du ein guter Mensch bist. Ja, du bist derjenige, derjenige der das bestimmt. Und wenn du es bestimmst und deine Anforderungen, die du dir selbst setzt, wenn die rational sind, wenn die möglich sind, wenn die umsetzbar sind für dich, dann bist du danach glücklich. Vergleichst du dich ständig mit irgendwas und setzt deine Benchmarks so hoch, dass es von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist. Dann hast du ein Problem. Und zwar ein Problem im Kopf, zwischen den Ohren. Es geht dir nicht gut. Du hast Gedanken, die sind nicht förderlich für einen guten Schlaf. Du hast Gedanken, die sind nicht förderlich zum Lachen, sondern die bringen dich eher in die andere Richtung. So, mein Freund. Oder auch Freundin. Männlich oder weiblich. Meine Tipps für euch, für Menschen, die das Persönlichkeitsprofil haben, deren den Vergleich nicht gut tut. Vergleich dich mit dir selbst. Achte darauf, dass du jeden Tag ein bisschen besser bist. Überleg mal, wenn du jeden Tag Kleinigkeiten in deiner Verhaltensweise verbesserst, Kleinigkeiten in der Kommunikation, Kleinigkeiten in deiner Körpersprache, in deiner Leistungsfähigkeit, in deiner Stimmfarbe, in dem, wie du denkst, was du fühlst, wie du handelst, wie du tust und jeden Tag so eine Kleinigkeit dran machst, wo bist du denn dann? In sechs Monaten, wo bist du in zwölf Monaten, wo bist du in fünf Jahren? Vergiss das nie. Und vergiss nie. Wir sehen immer nur den Garten. Wir wissen nicht, was der Spaten getan hat, was alles für getan werden muss, ist diese Person, die da ist, dass sie da überhaupt hingekommen ist. Und somit ist immer die Frage: Macht so ein Vergleich überhaupt Sinn? No. No, 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 vergleich dich mit dir. Du bist die Benchmark. Du bist derjenige, wo sich sein nächstes Ziel setzt. Und dieses Ziel setzt du am besten so, dass du es auch so weit wie möglich erreichen kannst. Wenn du ständig Ziele setzt, die zu hoch sind, die weit weg sind von dem, was du erreichen kannst, weil es eben einfach durch die Umflüsse, um, Einflüsse um, um dich herum nicht möglich ist, dann bist du ständig frustriert. Und das führt zu vielen Menschen zur Demotivation. Noch einmal, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt Menschen, die sind, die lassen sich durch solche Sachen maximal motivieren. Ob das gesund ist oder nicht, lassen wir auf einem anderen Blatt stehen. Aber die sind durch solche Sachen maximal motiviert. Die sehen den Ferrari und sagen, hey, der fährt einen Ferrari, der ist 25, das schaffe ich auch. Die rennen und sind richtig gut, die schaffen das. Die haben den Segen von mir, die finde ich geil. Aber dann gibt es auch die anderen Menschen, die brauchen auch Ratschläge. Die brauchen auch ihre Coaches, wo sie sagen, hey, mein Freund, mach dich nicht unglücklich durch dein ständiges Vergleichen, durch deine ständige Ziele setzen, die überhaupt nicht zu dir passen, die völlig, völlig fremdgesteuert sind. So, ihr Lieben, abschließend, abschließend zu diesem ja schon sehr emotionalen Thema, denk mal drüber nach, wenn du dich vergleichst, mit wem du dich vergleichst und vor allem, wie es dir danach geht. Wenn du dich nach einem Vergleich gut fühlst und motiviert fühlst, dann mach bitte weiter. Dann bist du einfach vom Persönlichkeitstyp passend für dieses Motivationsmodell. Bist du aber jemand, der sich nach diesen Vergleichen schlecht fühlt, unwohl fühlt, schlechte Gedanken hat, schlechte Laune hat, dann gehörst du nicht zum Persönlichkeitsprofil, wo dieses Motivationsmodell funktioniert. Denn wichtig ist immer, dass wir selbst genauso ich als coach muss immer darauf achten und werde immer darauf achten dass ich für meine coaches das richtige motivationsmodell finde. es gibt coaches die können mit Leben sagen hey du kannst in vier wochen fünf kilo abnehmen. schaffen die? da gibt es wieder coaches die schaffen das nicht. wenn man den menschen jetzt dieses ziel setzt ihnen sie das ziel setzen lässt und sie erreichen ihr ziel nicht einmal zweimal nicht sind diese menschen dann motiviert oder demotiviert? Diese Menschen sind dann demotiviert. Das ist ein Anteil vom Persönlichkeitsprofil. Da gibt es andere Persönlichkeitsprofile, die sagen, hey, ich habe es diesmal nicht geschafft, beim nächsten Mal schaffe ich es, ziehe ich durch. Und dann schaffen die es beim nächsten Mal auch. Für dieses Motivationsmodell, tipptopp. und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass du persönlich dein Motivationsmodell findest, das dich motiviert und nicht frustriert. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, das fällt mir echt schwer da zu gucken, wie schaffe ich das? Dann gebe ich dir einen ganz wertvollen Tipp. Ein heißer Tipp. Ich kenne da jemand, der kennt sich damit aus. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, da habe ich Interesse dran. Lass uns das gemeinsam angehen. Erklär mir, wie es funktioniert. Lass uns gemeinsam eine Strategie erarbeiten. Dann hast du jetzt die Möglichkeit. Wenn du unten in die Bemerkung reingehst, findest du www.andreas-trienbacher.com Und da gehst du rein... Und vereinbarst deinen ersten kostenfreien Beratungstermin. Und dann haben wir zwei in Kürze das Vergnügen, genau über deine Herausforderungen zu reden. Und ich kann dir dann schon ganz klar die Strategie zeigen, wie du am besten vorgehst, damit du Erfolg hast, damit du dein persönliches, motivierendes Motivationsmodell findest. Bis dahin ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf und. Ich freue mich in Kürze von dir zu hören.